Herzlich willkommen auf dem Wiener Abend, auf dem luxuriösesten Schiff am Bodensee, der MS Sonnenkönigin. Ich bin der Michael Nachbauer von Highlife Reisen. Ich bin die Kathi Kotzak vom Wintourismus. Und wir machen heute Abend den Wienabend hier in Bregenz auf der MS Sonnenkönigin. Den Wienabend, den gibt es eigentlich seit mittlerweile über 10 Jahren. 10 Jahre bereits, ja. Und bei unserem Wienabend laden wir unsere Reisebürokunden ein. Wir von Highlife Reisen sind ja Reiseveranstalter und Wientourismus ist unser Top-Partner als Fremdenverkehrsamt. Und wir laden jedes Jahr Reisebüropartner ein, um ihnen die letzten News aus Wien zu präsentieren. Ja, unsere Wienabende mit Highlife Reisen sind mittlerweile schon legendär, würde ich sagen. Wir versuchen das natürlich jedes Jahr zu toppen. Und ich glaube, heuer ist uns wirklich was Besonderes gelungen und wir freuen uns schon wirklich sehr auf unseren besonderen Programmpunkt, nämlich... Ja, wir haben die Showgruppe von der Erstbesetzung des Musicals Ich war noch niemals in New York, hier in Bregenz. Wir haben die Solisten, wir haben Ensemblemitglieder und wir werden so um 21.40 Uhr zu Udo Jürgens so richtig abrocken hier auf der MS Sonnenkönigin. Also ich erwarte mir einen angenehmen Abend, eine schöne Show. Ich kenne beide Musicals noch nicht. Ich war noch niemals in New York und tanze Vampire. Und freue mich auf dem Schiff zu sein und wie ich gerade gesehen habe, haben wir gerade abgelegt und bin gespannt auf den Abend. Wir freuen uns, dass wir heute auf da sind. Michael Nachbauer und Highlife Reisen haben sich wieder einmal übertroffen. Ja, ich freue mich heute Abend auch hier zu sein, freue mich auf eine schöne Stimmung, auf einen schönen Abend, ein paar Neuigkeiten zu erfahren und vielleicht auch den einen oder anderen hier zu treffen. Dann zeigst du mir deine ganze Familie. Und das ersparte Genüge zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es dir war. Griechischer Wein ist nur wie das Blut. Sie müssen unbedingt nach Wien kommen, weil da können Sie das geniale Stück Ich war noch niemals in New York live in erleben mit Andreas Lichtenberger in der Hauptrolle. Und Alemann Drella als der wunderbare Lisa Wartberg. Und natürlich müssen Sie nach Wien kommen, ganz abgesehen davon, dass Wien nicht nur ein schöner Scherenschnitt, sondern auch die lebenswerteste Stadt der Welt ist erwiesenermaßen, können Sie bei uns das Stück in einem wunderschönen alten historischen Theater anschauen, wo durch den Rangbau Sie ganz dicht am Geschehen sind, wo Sie alles fast auf der Bühne mitkriegen und wo Sie ganz schnell und tief eintauchen können in die Atmosphäre von den Songs von Udo Jürgens und dem Stück Ich war noch niemals in New York. Sie waren noch niemals in New York? Schade. Sie waren noch niemals in Wien? Sehr schade. Dann besuchen Sie uns bei... Ich war noch niemals in New York. In Wien. Tschüss.